Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal in der Vlog-Perspektive, denn ich möchte mit euch zusammen meine Make-up-Sammlung aussortieren. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Lust dazu habt und ganz viele von euch haben mit Ja gestimmt. Ich habe so eine Umfrage gemacht und deswegen machen wir das Ganze. Damit es aber nicht zu lange dauert, habe ich das in verschiedene Teile eingeteilt, damit das Video an sich einfach nicht zu lang wird. Das heißt, es wird mehrere Teile geben. Wie viele es am Ende sein werden, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall mindestens zwei geben. Ich gehe mal davon aus, dass es drei sein werden. Aber ich will jetzt nicht viel labern. Wir sortieren jetzt auf jeden Fall meine Schminksammlung aus. Ich habe hier insgesamt drei bzw. zwei solche Einlagen oder Bereiche und ich werde mich jetzt erstmal auf diesen Bereich hier konzentrieren und ich werde wirklich gnadenlos alles aussortieren. Deswegen nehmen wir das jetzt erstmal raus. Und werden uns auch überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen. Starten wir hier mit dieser komischen Ecke. Also hier habe ich zum Beispiel mein Firmogel drin. Das benutze ich total gerne, wenn ich irgendwie merke, okay, jetzt kommt Herpes. Und deswegen muss ich das irgendwie an einem Ort haben, wo ich direkt zugreifen kann. Ist vielleicht jetzt hier gerade ein blöder Platz. Aber ich wusste irgendwie nicht so wirklich, wohin damit. Also der Highlighter bleibt auf jeden Fall. Der von P2 auch. Dann habe ich hier noch einen von Trended Up und den benutze ich auch als Highlighter. Das ist aber eigentlich ein Eyeshadow. Den behalte ich auch. Dann habe ich hier ein transparentes Puder von P2. Das behalte ich auch. Dann hier nochmal so ein Eyeshadow. Den behalte ich auch. Die sind wirklich, wirklich gut und die Farbe ist auch total schön. Seht ihr, ich habe hier irgendwie alles so komisch durcheinander und ich werde auch, wenn ich gleich alles aussortiert habe, werde ich auf jeden Fall auch nochmal meine Pinsel einmal komplett waschen. Also nicht nur die, die ich gerade in Benutzung habe, sondern wirklich alle einmal durch. Jetzt kommen wir zu Mascaras. Wie ihr seht, das nimmt unglaublich viel Platz ein, aber ich benutze vielleicht ein Viertel davon oder so und das ist einfach Schwachsinn, so viel Mascara zu behalten. Also die von H&M, die brauche ich noch auf. Die ist so gut wie leer. Die zwei werde ich entsorgen, weil ich sie eben nicht benutze. Die Bürstchen sind mir auch einfach viel zu groß. Dann habe ich hier zwei von Essence. Die habe ich mir gar nicht vor so langer Zeit gekauft, aber die schmieren bei mir einfach nur rum. Die stempeln sich einfach an meinem Lid ab und das finde ich dann nicht so schön. Also hier weiß ich noch nicht. Ich glaube, die lege ich erstmal zur Seite. Die ist auch relativ neu, die finde ich okay. Die ist ganz gut, aber ich finde, es kommt einfach zu viel vom Bürstchen bzw. vom Produkt aufs Bürstchen. Ich muss hier immer richtig viel abstreifen, sodass wirklich komplett die Öffnung mit Mascara verdeckt ist, weil sonst sieht das echt schlimm aus, wenn man sich das auf die Wimpern aufträgt. Wie ihr seht, Moment, ich versuche das mal, gucken, ob er fokussiert. So, jetzt glaube ich, sieht man das besser und ja. Das ist natürlich nicht so schön, wenn er das dann so macht. Die behalte ich also auch. Jetzt habe ich hier einfach so einen Konturstift rumfliegen, weil ich einfach keinen Platz mehr für den ganzen Kram habe. Der bleibt auch auf jeden Fall, weil die Farbe ist echt schön. Den habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, wie man sehen kann, aber nur eben die dunkle Seite. Die helle ist einfach ja, jetzt nichts für mich. Ich habe sie aber noch nicht als Highlighter ausgetestet. Vielleicht nehme ich sie mit in den Urlaub. Mal sehen. Weiter geht's mit einer wasserfesten Mascara. Die ist in Ordnung. Die werde ich auch auf jeden Fall behalten und aufbrauchen. Die finde ich auch toll. Das ist die Upper and Lower Mascara von P2. Die hat ein super dünnes Bürstchen. Die finde ich wirklich super gut, weil sie halt bei meinen kleinen Augen echt gut funktioniert. Dann hier noch eine von Max Factor. Das ist so eine braune. Die werde ich auch behalten. Ist super gut für den Alltag. Dann werde ich auf jeden Fall die Catrice Glam & Doll entfernen in Ultra Black & Curl, weil ich weiß, dass die schon abgelaufen ist und schaut mal, wie das hier schon aussieht. Also das kann man definitiv nicht mehr benutzen. Moment. Also wie ihr sehen könnt, das Ganze sieht überhaupt nicht schön aus. Und das kann ich mir nicht auf meine Augen oder auf meine Wimpern klatschen. Also no thank you. Dann nochmal die Glam & Doll von Catrice. Die habe ich aber irgendwie dummerweise nicht in meine Aufgebrauchtüte getan, weil eigentlich ist die schon komplett leer. Man hört das auch. Da kommt gar kein Produkt mehr wirklich raus. Also wirklich nur noch hier so an der Spitze. Aber damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Also einmal hier unten rein. Da die auch relativ neu ist, werde ich die auch behalten. Ist jetzt auch nicht so der Burner, aber will ich aufbrauchen. Die ist, glaube ich, auch schon eigentlich leer. Ja, die ist eigentlich leer. Die kommt jetzt auch nochmal in die Aufgebrauchtüte. Die zwei werde ich entsorgen. Die finde ich wirklich furchtbar. Also die ist schon komplett ausgetrocknet. Mit der kann ich gar nichts mehr anfangen. Beide, glaube ich, von Essence.
Und die hier, die ist auch von der Form her ganz komisch. Also ich glaube, die ist auch schon lange abgelaufen, deswegen tun wir die lieber weg. Dann habe ich hier noch eine uralte von L'Oréal. Die ist halt wasserfest. Die ist bestimmt auch schon abgelaufen, weil ich weiß einfach, die Sachen, die ganz unten liegen, die benutze ich einfach nicht. Und deswegen kommt es auch weg. Die ist eigentlich noch ganz gut. Aber ja, ich finde die Form total bescheuert. Die passt einfach nicht zu meinen Augen. Beziehungsweise damit kann man sich die Wimpern nicht so gut tuschen und der Effekt ist einfach zu schlecht. Also die sieht echt cool aus und riecht super lecker nach Gurken, aber ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Deswegen kommt die auch weg. Das gleiche gilt für Art Deco. Ich glaube, das ist das größte Bürstchen überhaupt. Das kann sich, glaube ich, mit diesen Bürstchen hier messen. Habe ich damals mal als PR-Sample bekommen. Kann ich aber wirklich nicht viel mit anfangen und das ist schon seit 6 Monaten abgelaufen. Deswegen, ja, kommt das auch weg. Und es geht weiter mit 2 Trended Up Mascaras. Ich werde, glaube ich, beide behalten. Ich weiß, dass ich die nicht so gut fand, aber der gebe ich nochmal eine Chance und werde die ausprobieren. Ich finde auch das Bürstchen richtig seltsam. Ich glaube, die hier war in dem Adventskalender von Trended Up drin. Das Bürstchen sieht so ähnlich aus wie die gerade von dieser Gurkenmascara. Naja, mal sehen. Ich probiere das Ganze aus. Ansonsten werde ich das halt auch dann einfach mal ja, wegtun. Und zum Schluss noch die von Maybelline. Die werde ich, glaube ich, auch behalten, weil die noch relativ voll ist und so ein kleines Bürstchen hat. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Die verleiht zwar nicht so viel Volumen, aber die macht die Wimpern schön schwarz und ja. Wenn man halt manchmal so einen leichten Look will, ist das ganz okay. So, wie ihr sehen könnt, das Ganze sieht richtig widerlich hier drin aus. Ich werde mich erstmal durch alle Fächer durch quasi rangeln und dann werde ich alles nochmal sauber machen. Hier haben wir ein Puder von Essence, das werde ich auf jeden Fall nicht behalten. Das ist wirklich schrecklich. Ich glaube, das war wirklich eins der ersten losen Puder, die es überhaupt in der Drogerie zu kaufen gab. Und deswegen habe ich mir den, glaube ich, damals gekauft. Der ist aber wirklich furchtbar. Das ist einfach Kreide, das funktioniert nicht auf meiner Haut. Ich mache auch keine Karnevals-Make-ups oder sowas. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie für ja, andere Sachen oder für weiß ich nicht, SFX-Make-up benutzen. Also deswegen kommt das auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier einen oder auch 2 Highlighter von MAC. Und zwar einmal den Superb. Das ist aus einer LE. Werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr bekommen, falls ihr den sucht. Der war damals voll gehypt. Und halt Klassiker Soft and Gentle werde ich auch behalten. Benutze ich zwar nicht so oft, aber irgendwie ja, sind das für mich so Sammlerstücke und das will ich auf jeden Fall behalten. Das war mein allererster Highlighter überhaupt, den ich gekauft habe. Der ist von Catrice, das ist der Prime and Fine. Ich fand auch an sich die Prime and Fine Serie wirklich sehr, sehr gut, aber ich kann damit wirklich nichts anfangen. Das ist einfach so ein, ja, kein wirklicher Highlighter, wie man den eben heute kennt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Verwendung dazu. Ich habe den bestimmt schon seit 2 Jahren oder so nicht mehr benutzt. Deswegen kommt er auf jeden Fall weg. Und dann habe ich hier einen von NYX. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist so ein Liquid Eyeliner. Dann eine Palette von Sleek. Die finde ich auch super schön. Sollte ich echt mal öfter benutzen. Sieht sehr, sehr cool aus. Und auch die Verpackung. Dann habe ich hier von Catrice so eine Light Correcting Serum Primer Geschichte. Und die finde ich auch sehr gut. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Werde ich auch auf jeden Fall behalten. Weiter geht's mit P2. Das ist so ein Catch the Glow Bronze Illuminating Fluid. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ich denke mal, ich werde es mal für meinen Körper benutzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt noch benutzen soll, weil das schon so uralt ist. Und ich habe ein bisschen Angst, das Ganze zu verwenden. Man könnte das vielleicht in seine Creme mischen. Aber ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Farbe toll finde. Aber da ich das echt überhaupt nicht benutzt habe, glaube ich, werde ich das wegtun, weil das ist ja auch schon abgelaufen und das muss ich mir jetzt nicht unbedingt auf meine Haut schmieren. Also gut, es kommt weg. Ich bin heute radikal. Dann habe ich hier noch einen Highlighter und zwar auch wieder so ein Creme-Ding. Das ist auch schon uralt und eigentlich ist die Farbe mega, mega, mega schön. Lässt sich auch eigentlich schön swatchen. Da kam jetzt gerade nur so ein bisschen Stücke raus, aber im Gesicht finde ich, sieht das einfach so ultra scheiße aus. Sorry, wenn ich das so sage, aber nee. Wir machen weiter mit Bronzern und hier habe ich noch solche Paper-Blotting-Dinger. Ist einfach Schwachsinn, sowas zu behalten, wenn man es wirklich schon so lange nicht mehr benutzt hat. Deswegen kommt es auch weg. Jetzt widmen wir uns aber wirklich dem Bronzern. Ich habe hier einen von
Moment, von H&M. Und an sich sieht er eigentlich ganz schön aus, aber der ist für meinen Hautton einfach viel zu rot. Also das, was ich, glaube ich, machen werde, ich werde den als Blush behalten, weil als Blush finde ich den eigentlich ganz schön, aber als Bronzer fungiert er leider gar nicht. Weiter geht's mit P2 und den Bronzer finde ich wirklich sehr schön. Der ist relativ kühl, aber halt schön matt und der ist auch vielleicht ein Ticken zu rot auf meiner Haut, aber es kommt immer darauf an, was ich gerade für ein Teint habe und deswegen werde ich den auf jeden Fall behalten, besonders weil er eben aus einer LE ist und ich habe den echt gerne benutzt. Dann habe ich hier noch einen von Fit Me, also von Maybelline aus der Fit Me Reihe und der ist sehr, sehr leicht. Der erinnert mich so ein bisschen an den Light Bronzer von Benefit, also der Hoola Bronzer. Den benutze ich halt, wenn ich wirklich sehr hell bin. Deswegen bleibt er auch, weil Bronzer sind bei mir immer so ein bisschen, ja, schwierig. Dann habe ich hier einen, ich finde, man sieht schon in der Verpackung, dass er viel zu rot ist. Oder zu orange einfach. Und ich werde den einfach nicht benutzen. Ich kann damit echt nichts anfangen und ich benutze den auch so gut wie nie. Deswegen kommt er auch weg. Weiter geht's mit einem von P2. Und das ist wirklich einer meiner liebsten Bronzer. Das ist der Mosaic Sunshine Bronzer. Der hat halt, wie gesagt, hier verschiedene Farbtöne drin. Noch so ein bisschen Schimmer drin. Und der sieht wirklich super schön auf der Haut aus. Passt echt gut zu meinem Hauttypen. Deswegen bleibt er auch. Den werde ich leider entsorgen. Der ist zu kühl und sieht zu rot auf meiner Haut aus. Den mag ich nicht so gerne. Dann habe ich hier einen Bronzer von L'Oreal. Der ist auch schon uralt und den würde ich jetzt nie wieder als Bronzer benutzen. Ich hoffe, man kann sehen, dass ich den ganz gut benutzt habe. Aber früher war das auch, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders. Ich finde aber die Farben ganz schön, um eben das Ganze als Blush zu benutzen. Deswegen werde ich das auch behalten, aber dann eben zur Seite packen, damit ich das eben, wie gesagt, als Blush verwenden kann. Hier habe ich einen meiner liebsten Bronzer, der ist von Shine It Up, der Natural Glow. Der hat einen ganz, ganz leichten Schimmer und der ist wirklich super. Also den kann ich euch echt ans Herz legen. Der hat so eine richtig schöne Farbe. Hier habe ich einen, das war, glaube ich, einer meiner ersten Bronzer, die ich überhaupt gekauft habe. Und damals gab es ja nichts noch gar nicht in der Drogerie. Und ich habe früher die Videos von Stephanie S. ML oder SMLXO richtig gesuchtet. Auf jeden Fall eine amerikanische YouTuberin und die hat halt diesen Bronzer in den Himmel gelobt. Wie ihr seht, er ist wirklich sehr, sehr dunkel und ich habe ihn damals einfach bestellt, ohne irgendwie zu gucken, welche Farbe das ist. Hier steht auf jeden Fall Deep Tan, die 05 und ich finde den Bronzer wirklich super schön. Der ist aber, wie gesagt, etwas zu dunkel für mich und den kann ich echt nur benutzen, wenn ich so richtig, richtig braun bin. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal so braun eben gewesen bin. Aber ich benutze ihn hin und wieder mal für meine Lidfalte, deswegen bleibt der auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch zwei Blushes, die hier eigentlich nicht hingehören. Die werde ich aber sowieso behalten, deswegen packen wir die zur Seite, aber ich hatte einfach keinen Platz mehr, deswegen liegen die da. Dann habe ich hier den absoluten Klassiker, den Hoola Bronzer, den benutze ich bis heute sehr, sehr gerne. Einer meiner liebsten Bronzer. Farbe ist schön, lässt sich super toll verblenden, ist zwar von der Anschaffung her ein bisschen teuer, ich glaube 33 Euro, aber ich finde, das lohnt sich einfach. Ich hatte damals so eine Probiergröße, da waren, glaube ich, irgendwie nur 3 Gramm drin oder so und das hat mich eben voll überzeugt. Also auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Der letzte Bronzer ist von Sleek, das ist das Face Contour Kit, so rum, in der Farbe Light 884. Den habe ich euch mal in einem Video von mir gezeigt und der erinnert mich total an den Duo Bronzer von Shine It Up. Der ist halt eben nur super matt, also da sind überhaupt gar keine Schimmerpartikel und nichts drin und den finde ich echt toll. Also deswegen wird das auf jeden Fall auch bleiben. Die Kiste habe ich jetzt soweit aussortiert. Ich werde die jetzt erstmal schön sauber machen und dann gucken wir mal, ob wir gemeinsam weitermachen oder ob ich das Video einfach in verschiedene Teile schneide. Beziehungsweise heute haben wir uns ja quasi um Highlighter, Mascara und Bronzer gekümmert. Dann würde ich die Kategorien einfach immer erweitern. Aber wie gesagt, ihr werdet das schon am Anfang des Videos erfahren haben. Das werde ich dann erst machen, wenn ich dann das Ganze zusammenschneide. Also bis gleich. So, ich habe das jetzt sauber gemacht. Es blitzt und blankt. Ich werde es aber noch nicht einräumen, weil ich möchte auf jeden Fall die Sachen, die ich behalten möchte, da will ich nochmal mit dem Lappen drüber gehen, weil da sind zum Beispiel so Augenbrauenreste drin. Weil ich hier nämlich zum Beispiel, wenn ich meinen Spitzer benutze, dann kommen da manchmal so diese Farbkrümel raus und die setzen sich dann eben auf die Produkte ab. Deswegen muss ich mir dafür nochmal einen separaten Ort auf jeden Fall ausdenken oder das Ganze nochmal irgendwie geschützter
auftragen und deswegen, ja, machen wir erstmal die ganzen Sachen sauber. So, die Seite habe ich jetzt eigentlich soweit durch und darauf bin ich schon mega stolz. Weil ich gerade so gut in Fahrt bin, widme ich mich mal der Kiste hier und da ist zurzeit einfach alles drin, was ich momentan am liebsten benutze. Wobei, das muss man, also jedenfalls war das so gedacht. Man muss es natürlich regelmäßig pflegen und austauschen und das Ding hat auch mal bessere Zeiten gehabt und das habe ich auch mal besser gepflegt und deswegen werde ich das hier auch mal alles aussortieren und mal gucken, was mir davon gefällt und ganz besonders das Ding mal sauber machen. So, in der obersten Schublade haben wir einen meiner liebsten Blushes und zwar ist das einer von MAC. Das ist die Farbe Margin. Da brauche ich gar nicht hinten drauf zu gucken, weil ich das einfach weiß. Das ist doch der einzige Blush, den ich von MAC habe. Ich glaube, ich habe... Ich habe noch einen Matten von MAC. Aber das ist wirklich mein absoluter Lieblings- und Go-To-Blush. Also wenn ich mich wirklich nur für einen einzigen entscheiden würde, dann würde ich auf jeden Fall den hier nehmen. Ich finde, der sieht einfach wunderschön aus. Und wie ihr sehen könnt, ich habe den... Moment, ich versuche mal das Ganze zu fokussieren. Ich habe den richtig gut benutzt und das ist halt so ein Peach-Ton. Der erinnert mich total an den von Milani, die Farbe Luminoso. Aber der ist nochmal in der Pigmentierung und vom Schimmer her viel, viel feiner. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Liebe und den werde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier einen Lippenstift bzw. so eine Art Lip Savior Balm. Das ist von H&M und zwar in der Farbe Sepia Tint. Und das ist eigentlich nur so ein, ja, wie so ein Lipgloss, der so ein bisschen, ja, so einen Glanz hat. Und der sieht einfach so unfassbar schön auf den Lippen aus. Also wirklich, ich muss sagen, das ist echt einer meiner liebsten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist quasi so eine Art Labello in ein bisschen zu nass. Also auf den Lippen hinterlässt das so einen wunderschönen Glanz. Und ich trage den so gerne einfach nur solo. Ich merke gerade, dass er sich ultra scheiße swatchen lässt. Aber auf den Lippen sieht er wirklich wunderschön aus. Dann haben wir hier eben dieses ja, diese Mini-Format Hoola Bronzer-Version, von der ich euch vorhin erzählt habe. Und das benutze ich halt hin und wieder. Und das benutze ich halt noch, wenn ich... Und das benutze ich für meine Lidfalte. Ich benutze ja sehr gerne Bronzer in meiner Lidfalte. Und ja, für mein Gesicht kann ich das nicht mehr benutzen, weil einfach nicht genug Produkt dann am Pinsel mehr ist. Aber fürs Augenlid und für so einen kleinen Blendepinsel geht das auf jeden Fall klar. Und es geht weiter mit einem Lip Scrub von Alverde. Ich habe total vergessen, dass ich den habe. Und den benutze ich auch voll gerne. Also wenn ich mich gerade schminke und merke, oh no, meine Lippen sind viel zu trocken für Lippenstifte oder so, benutze ich den voll gerne. Dann noch ein Lippenscrub von H&M. Das Ganze sieht so aus und das benutze ich wirklich, wenn ich sehr trockene Lippen habe. Also wenn ich wirklich sehr viele Schüppchen habe und es sehr hartnäckig ist, dann greife ich nur dazu. Ich finde das okay, es ist mir viel zu süß und viel zu krass von der... Ja, Konsistenz her und auch vom Geschmack her und von allem drum und dran, aber es ist in Ordnung. Ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen und den Tiegel definitiv behalten, weil den finde ich super schön. Also den kann man auf jeden Fall noch ja, für andere selbstgemachte Lippenscrubs benutzen. Dann hatte ich hier kurioserweise ein Produkt von Catrice drin und zwar ist das so ein Lippenstift, der quasi sich der eigenen ja, Lippenfarbe anpasst. Das ist so ein Tinted Lip Glow Balm und wenn man den benutzt, ja, dann sieht es bei jedem irgendwie ein bisschen anders aus, aber der ist mir einfach zu rosa. Ich benutze den auch so selten und weiß nicht so wirklich, was ich mit dem anfangen soll. Deswegen denke ich, dass der wegkommt. Dann haben wir hier noch zwei Concealer, die ich aktuell benutze. Den versuche ich gerade aufzubrauchen. Es ist gerade nicht Thema Concealer, aber wie gesagt, hier oben habe ich einfach Produkte drin, die ich wirklich jeden Tag benutze oder die eben momentan am liebsten von mir benutzt werden oder die ich gerade austeste oder sowas. Deswegen, ja, lag das eben da drin. Das ist jetzt hier die Farbe 01. Ihr seht, das Ganze ist so gut wie aufgebraucht, aber die Farbe war jetzt nicht so ideal für mich, aber sie war halt in Ordnung. Deswegen, ja, werde ich die auch auf jeden Fall behalten. Hier haben wir meinen absoluten Lieblingsconcealer, das ist der Fit Me Concealer und zwar in der Farbe 020. Und ja, den benutze ich schon sehr, sehr lange und den finde ich echt gut. Ich glaube, bei dem sind die Meinungen echt geteilt. Die eine Hälfte findet ihn toll, die andere findet ihn grausam und versteht gar nicht, was so toll an dem Produkt sein soll oder warum man den so hypt, aber ich finde den einfach super. Ich finde den von der Farbe her ganz toll. Der passt richtig gut zu mir. Der ist zwar ein bisschen dunkler als der Löscher von Maybelline, aber den benutze ich auch eher so im Alltag. Also wenn ich jetzt meine Augenpartie nicht aufhellen will, sondern einfach nur abdecken will
und da nicht zu hell gehen will, weil manchmal benutze ich einfach nur Concealer und deswegen finde ich den eben dafür wirklich ideal. Dann einer meiner liebsten Foundations, ihr merkt, die Fit Me Reihe finde ich ganz toll von Maybelline und da habe ich die Farbe 128 und zwar ist das die Matte Poreless Variante Normal to Oily Skin und leider kann ich das momentan nicht mehr so gut benutzen, weil es eben nicht für meinen Hauttypen geeignet ist. Ich hatte ja noch bis vor kurzem ölige Haut, aber meine Haut hat sich ja in der Schwangerschaft verändert. Deswegen kann ich das wirklich nur benutzen, wenn ich meine Haut vorher wirklich gut vorbereite und mit Feuchtigkeit versorge. Aber an sich ist das wirklich einer meiner liebsten Foundations. Ich werde mich mal nach der Dewy-Variante umschauen. Ich glaube, die hat hier so ein lilanes Logo und ja, schauen wir mal. Weiter geht's mit der The Ordinary Foundation und das ist auch einer meiner liebsten momentan. Das ist die Serum Foundation. Es gibt ja noch eine etwas deckendere und ich habe jetzt hier die leichtere genommen. Einmal in der Farbe 1.2J, auch mit einem gelben Unterton, einmal in hell und eben einmal in etwas dunkler, damit ich mir meine Farbe einfach über das ganze Jahr verteilt anmischen kann. Und die Foundation kostet, glaube ich, um die 5, 6, 7 Euro und nicht mehr. Und das ist einfach für mich ein wirklich sehr, sehr guter Preis. Man muss sie vorher immer richtig gut schütteln, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr flüssig ist. Aber ich benutze sie echt gerne, also wirklich eine Kaufempfehlung von mir. Kommen wir zur letzten Schublade und ich glaube, dann war es das auch für heute. Hier habe ich so einen kleinen Primer rumfliegen, also so eine Make-up-Base von Trend It Up. Die war, glaube ich, auch in dem Adventskalender drin. Die habe ich hier nur reingeworfen, damit ich das Ganze mal ausprobiere. Aber bisher nur einmal getestet und dann nicht mehr benutzt. Werde ich aber trotzdem behalten, um es einfach nochmal zu testen, weil ich kann mich nicht wirklich erinnern, wie ich das Ganze gefunden habe. Und einer meiner liebsten Paletten überhaupt. Das ist die Trend It Up Face Contouring Palette und bevor sie überhaupt gehypt wurde, hatte ich sie schon und habe sie schon als gut empfunden. Und wie ihr seht, ich habe sie wirklich bis zum Ende benutzt. Also den Konturton habe ich jetzt nicht so oft benutzt, weil ja, von der Konturfarbe braucht man eben nicht so viel, aber den Bronzer, den habe ich wirklich geliebt. Es wäre einfach so schön, wenn es den Bronzer nochmal in so einem eigenen Pöttchen geben würde, damit ich mir nur den nachkaufen kann. Die Settingfarbe habe ich auch aufgebraucht. Das habe ich dann immer benutzt, um mein Make-up zu setten, meinen Concealer zu setten, wie auch immer. Und die Palette ist echt geil. Also da hat Trend It Up echt einen rausgehauen. Und wenn ich mich für einen Bronzer entscheiden würde oder überhaupt für eine Palette, würde ich definitiv die hier nehmen. Dann habe ich hier so ein paar Stifte, die ich eigentlich momentan ausprobieren wollte oder einfach gerade benutze. Das ist jetzt meine aktuelle Ausbeute. Ich finde, das ist ziemlich gut. Wir haben hier überwiegend Mascaras. Aber ich denke, das Ganze wird noch richtig voll, weil ich habe ja noch ohne Ende Concealer und Foundations und so weiter. Aber ich finde, für den ersten Schritt ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz gut gefüllte Kiste. Ich habe jetzt das Video an dieser Stelle mal gestoppt, weil sonst wird es echt zu lang. Aber bevor wir das Ganze jetzt beenden, möchte ich noch zwei von euch grüßen. Und zwar einmal die Efi Mevi. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Vielen Dank, dass du einen lieben Kommentar hinterlassen hast. Und die liebe Jana Marie Österreicher. Ich habe bei meinem letzten Video, wo ich das Geschlecht unseres Babys verkündet habe, leider vergessen, jemanden zu grüßen, weil ich einfach so aufgeregt war und weil ich eben ich bin. Deswegen habe ich das jetzt hier nachgeholt. Also wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei sein wollt, dann verwendet auf jeden Fall den Hashtag FoxyGrüßt und dann werdet ihr auch vielleicht in meinem nächsten Video gegrüßt. Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Woche Dienstag um 17 Uhr wieder. Bis bald. Tschüss.